Kophis ist im Sand versunken und Zuteks Ruhe wurde nicht gestört. Aber die Jagd hat gerade erst begonnen. Es wird meine größte Jagd sein. Meine letzte Beute ist das elende Gewürm der Menschen. Als wir ihnen das erste Mal erschienen, lechzten die Menschen nach Weisung und Führung. Wir zeigten uns ihnen in vertrauten Gestalten und überhäuften sie mit Geschenken. Doch ihnen fehlte die Unverdorbenheit der anderen Kreaturen dieses Landes. Ich warnte meine Geschwister. Diese Wesen verdienten kein ewiges Leben. Aber sie erhielten das Geschenk dennoch. Und was war ihr Dank? Die Narren begehrten gegen uns auf. Da begriff ich, dass die Auslöschung der Spezies der einzige Weg ist. Doch es tauchten letztlich noch größere Gefahren auf. Die Jahre vergingen. Wir versuchten, in Frieden zu leben. Aber der elende Ehrgeiz der Menschen verursachte ein Desaster nach dem nächsten. Jetzt fließt die Macht der Ineade durch die Adern Eternums und treibt meine düstere Aufgabe an. Ich werde den Fehler meiner Geschwister korrigieren. Ich werde euch das Geschenk aberkennen und eure Sterblichkeit beenden mit einem unausweichlichen Tod.